Als nächstes begrüßen wir die Schauspielerin aus Bückeburg, Monika Wenn. Bitte einen warmen Applaus. Wird uns was vorlesen. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Monika Wenn. Ja, genau, wie das aber. Wilhelm, Emil Nordpol. Nordpol lässt sich also ganz einfach merken. Aber hin und wieder kriege ich trotzdem E-Mails mit dem Namen Hallo Frau Senn. Wie das zustande kommt, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich ja heute Abend aus dem wunderschönen Schaumburger Land hierher gereist. Und ja, im Schaumburger Land bei Wiesensaal ist auch Wilhelm Busch geboren. Und ich glaube, diese Gegend spricht einfach für sich, auch mal ja, Poesie, Gedichte, Lyrik, sich einfach dran zu üben. Von daher lese ich Ihnen heute Abend also ein paar Gedichte von mir selber vor, aus dem Programm Mono oder auch Mono, wie man möchte, ist alles da. Das erste Gedicht heißt Lernresistent. Zitate. Ja, lernresistent. Also vielleicht sollte ich doch mal erzählen, wie ich da drauf gekommen bin. Ja, ich saß einfach im Zug und hatte da so ein Mail sitzen und ihr Handy klingelte. Und das Erste, was sie machte, als sie am Telefon reingegangen ist, war: Hä? Das war die schönste Begrüßung am Telefon, die ich jemals mitbekommen durfte. Aber kurze Zeit später folgte dann der Kommentar von ihr: Ey, du. Sag mal, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht rauchen, wenn du mit mir telefonierst. Ich weiß nicht, was der Kerl am Telefon gemacht hat. Auf jeden Fall, nee, geht gar nicht. Und sie schon auch nicht. Und daher dachte ich mir, Lernresistenz sollte man auch halt hin und wieder erwähnen. Ja, los geht's. Zitate, Redewendungen, Sprüche. Nachrichten aller medialer Art. Weisheiten, Gedichte, Bücher. Und Millionen weiterer Lektüren. Sie sind alle eines nur, Wegweiser. Manches ist wahrhaftig erlebt, anderes wiederum wurde nur belebt. Und der Rest eine Manipulation? Weisheit ein Privileg des Alters? Der Mensch einfach nur merkwürdig. Die Blindheit gepaart mit Arroganz, schamlos, bevormundet, nicht fragend, die eigenen Grenzen in Parolen verkündet. Die Freiheit, die Erde ist keine Scheibe, nicht erkennend, egoistisch, Grenzen setzend, der Generationsgeist über den Haufen geworfen, entwicklungsgehemmt und ungebildet, mit dem Strom schwimmend. Das war's. Das nächste, passend zu meinem Nachnamen, einfach nur Wenn. Alles ist komisch, undurchsichtig, Kurven, kurvenreich und ohne Ende. Am liebsten würde ich abrupt, würde ich kehrtmarsch eine abrupte, bewusste Wende. Doch ein Weg, ohne Brücken, ohne Steine, ohne Knüppel, ohne Hürden, das wäre doch zu einfach. Ganz ehrlich, sowohl überhaupt ohne würden wir uns langweilen. Hätten keine Sorgen, eben nicht zu überstehen. Uns würde es, ja wie eigentlich würde es uns ergehen? Würden wir mit Niveau provozieren? Würden wir zur Erkenntnis erkennen, die Form des Glückes? Würden wir alles nach einem Strichcode benennen? Wären wir ausschließlich Denker? Würden wir handeln, zu Taten schreiten? Ja, was wäre, wenn alles geplant, keine Unbekannte, keine Weiten? Wenn alles wie beim Schach, logisch berechnet, von Feld zu Feld gesetzt. Wenn Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft nicht miteinander gesetzt. Was wäre, wenn das Wenn bedingungslos wäre? Wenn das Wenn schwindet, mit Leere, mit nichts,
mit Perfektionismus, wenn alles mit Zahlen beginnend. Wenn kein Laut, nur bestimmte Laute, lautlos, schleichend, wellenartig vibrierend. Wenn Farben, wenn keine Kunst, künstlich vorgegeben, unkreativ, gesteuert, kreierend. Wenn Synapsen aus Geraden bestünden und gar nicht erst wirklich aneinander hingen. Wenn Gedanken gedankenlos wären, wenn Nervenstränge ungereizt langsamer gingen, wenn Erinnerung weder positiv noch negativ erzeugt, gar nicht erst bestünden. Ja, willst du mit mir gehen, heißt das nächste Stück. Ja. Ja. Ja, eigentlich ist es auch so gemeint, aber das mal so nebenbei gesagt. Also, willst du mit mir gehen? Na, schon mal so ein Zettel in der Hand gehalten? Ja, nein, vielleicht? Musste wohl in der 7. Klasse gewesen sein, als ich zum ersten Mal diese Zeilen las. Ich erinnere mich, da unser Neuzugang Dennis richtig mit nur einem N Objekt der Begierde aller Mädels in unserer Klasse war, einschließlich meiner Wenigkeit. Wie er sich so gefühlt haben muss bei den vielen anhimmelnden Blicken, man weiß es nicht. Menschen kommen und gehen, so heißt es doch landläufig. Es gibt bestimmte Leute in bestimmten Situationen, dem würde man am liebsten eben dieses Zettelchen unterschieben. Willst du mit mir gehen? Vielleicht mit der zusätzlichen Bemerkung, egal wie weit dieser Weg gehen wird, solange wie wir gemeinsame Interessen haben, so lange bis wir uns zerstreiten, nichts mehr zu sagen haben, so lange wie es halt dauern würde. Wäre das nicht toll, voneinander zu profitieren? Gedanklich, nicht finanziell. Das Glück so lange zu genießen, wie eben möglich, ohne Verpflichtung. Wie wäre es? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Bitte Kreuzchen nicht vergessen. Oder einfach weitergehen. Dankeschön.